Moin Leute, heute geht's um die Frage, warum sind so Carbonsäuren eigentlich sauer? Naja, nur weil das Wort Säure in ihnen steckt ja wohl nicht. Gut, die können ein Proton, also ein H+, leicht abspalten. Aber warum überhaupt? Ich meine, eine Alkoholgruppe kann das nicht. Den Grund dafür, dass es an der Carboxylatgruppe so gut geht, schauen wir uns jetzt an. Der Grund dafür ist nämlich die Mesomerie-Stabilisierung vom Carboxylation. Und weil das ein bisschen strange wirkt, gehen wir erstmal Step by Step vor. Also zunächst mal, wie sieht die Carbonsäure nochmal aus? Wichtig ist die Carboxyl oder auch neuer ohne L die Carboxygruppe. Also eben eine Carbonylgruppe C-Doppelbindung O und eine Hydroxygruppe COH am selben Kohlenstoffatom. Wobei an dem Kohlenstoff dann eben noch ein Rest hängt, je nachdem welche Säure wir anschauen. Und an jeder organischen Säure hängt jetzt eben mindestens so eine Gruppe. Deshalb mal schauen, wie die mit Wasser reagiert. Da passiert dann Folgendes. Die Säure gibt ihr Proton ab, wie Säuren es eben tun, und damit wird das Wasser zu H3O+. Und aus der ehemaligen Säure und ihrer Carboxylgruppe wurde jetzt die entsprechende Carboxylatgruppe. So heißt das Teil jetzt einfach, wenn es eine Ladung hat und sein H+ weg ist. Und das H+ wird eigentlich nur so leicht abgegeben, weil das Ding hier so bockstabil ist. Und das ist es, weil es Mesomerie stabilisiert ist. Also eigentlich sieht das Carboxylation gar nicht so aus wie hier gezeichnet. Vielmehr ist das nur eine mögliche Grenzstruktur. Eine andere wäre zum Beispiel diese hier. Sieht jetzt voll ähnlich aus, aber die Ladungen befinden sich jetzt am anderen Sauerstoff. Das sind sozusagen die zwei äußeren Grenzen. In Wirklichkeit ist die negative Ladung aber über den gesamten Raum zwischendrin verteilt, sodass man das Carboxylat besser so zeichnen sollte. Sieht jetzt zwar komisch aus, so mit den Punkten zwischendrin, aber zeigt gut, dass die Ladung verteilt ist. Man spricht auch davon, dass sie delokalisiert ist. Hat jetzt nichts mit dem Lokal zu tun, sondern damit, dass die Ladung nicht fest an einem Ort ist. Dass das Ganze so ist, kann man erkennen, wenn man die Struktur genauer anschaut. Weil da fällt auf, dass zwischen den Atomen ein Winkel von 120 Grad liegt und beide Sauerstoffatome gleich weit vom Kohlenstoff weg sind. Wenn aber die Doppelbindung fest wäre und das Ding keine Mesomerie hätte, dann wären die Winkel nicht alle gleich und auch ein Sauerstoff näher am Kohlenstoff als der andere, nämlich der mit der Doppelbindung. Das ist aber nicht der Fall. Wichtig auch, je mehr mesomere Formeln es gibt, also je weitläufiger die Ladung im Molekül verteilt ist, desto energetisch günstiger ist das Ganze auch. Und weil das Carboxylat eben energetisch günstig ist, wird es gerne gebildet. Deshalb reagieren organische Säuren saurer. Klickt jetzt auf das Video rechts, um zu erfahren, wie man so einen pH-Wert von so einer Säure rausbekommt. Postet mal in die Comments, in welcher Klasse ihr so seid, damit wir mal wissen, welche Altersgruppe wir genau ansprechen. Für die, die sich das aus Spaß anschauen und schon nicht mehr in der Schule sind, die können ja einfach schreiben, wann sie ihren Abschluss gemacht haben. Ansonsten haut rein, bis die Tage und ciao.